5 Kämpfe, 5 Siege für Florim Sendeli. 4 Kämpfe, 4 Siege für Maurice Abebe. Das heißt, eine Null muss heute fallen. Ein Jahr älter ist Sendeli, 1 Zentimeter größer und 1 Zentimeter mehr Reichweite. Ob ihm der Zentimeter hilft, sehen wir gleich. Marc Bergmann zum letzten Mann am heutigen Abend. The following bout is an NFC Series welterweight semi-final matchup and our main event of the evening. The fighter in the blue corner is 23 years young. He stands 1.85 meters tall and weighed in at 77.4 kilograms. His record, 5 fights, 5 victories, representing Munich All-Stars. From Munich, Germany, Florim Sendeli! And his opponent in the red corner is 22 years young. He stands 1.84 meters tall and weighed in at 77.8 kilograms. His record, 4 fights, 4 victories, representing 360 martial arts from Zurich, Switzerland, Maurice Abebe. Maurice Abebe in der roten Ecke. Der Heißsporn. Gentlemen, you know the rules. Protect yourself at all times and listen to my commands. When I say stop, you stop. Fight hard, fight fair. Touch your glove if you want. Step back in your corner, please. Florim Sendeli in der blauen Ecke. Main Event Time bei NFC 6. Der letzte Finalist wird gesucht. Auf jeden Fall, Florim Sendeli, Maurice Abebe. Ich konnte es gerade nicht sehen, weil Gerhard Richter davor stand. Hat einer von beiden die Handschuhe angeboten? Oder haben beide gesagt, kein Touch Gloves? Nee, beide hatten keine Lust. Hier geht es sofort zur Sache. Die Shoots von Sendeli, der zweite innerhalb der ersten 15 Sekunden. Gut verteidigt von Abebe, aber Sendeli ist dran und ringt ihn runter. Abebe, Abebe mit dem Rücken. Und das ist groß. Abebe ist gut am Boden. Sendeli macht das gut hier, verhindert, dass der zweite Hook reinkommt und kämpft gegen den ersten. Wie gesagt, den runterzunehmen ist nicht ungefährlich, denn der sagt von sich selbst, ich bin in allererster Linie ein Grappler. Harte Treffer von Sendeli. Beantwortet von einem harten Low-Kick. Also die beiden schenken sich nichts. Sendeli scheint einen klaren Gameplan zu haben. Will früh Distanz schließen, clinchen. Hat aber auch schon ordentlich auf einem Stand gelandet, so ist es nicht. Oh, schöner Bodyshot hier. Zum Körper und setzt zum Kopf nach. Und immer wieder die Low Kicks. Und ich meine, gerade gesehen zu haben, dass Sendeli da schon so ein bisschen gehumpelt ist mit diesem linken Bein. Also allzu viele von diesen Calf-Kicks, Low-Kicks, sollte er hier nicht mehr nehmen. Wieder die rechte von Abebe, aber Sendeli feuert zurück, aber er bewegt sich ein bisschen statisch. Dieses linke Bein scheint angeschlagen. Takedown-Versuch von Sendeli. Das wäre natürlich wichtig für ihn, hier jetzt das Momentum so ein bisschen zu unterbrechen. Abebe hat gerade im Stand einen guten Lauf und dreht ihn, bekommt hier Top-Position. Sehr, sehr stark. Und vom Rücken aus haben wir Sendeli überhaupt noch nicht gesehen. Backtake von Abebe. Oh, Hook drin auf der linken Seite. Hook drin auf der rechten Seite. Sendeli kämpft sich da nach vorne. Aber Abebe greift an mit dem Rear Naked Choke. Ja, Sendeli macht das hier ganz clever. Versucht da diesen Fuß zu hebeln von Abebe. Und gleichzeitig verteidigt er trotzdem obenrum noch den Rear Naked Choke. Wird sich jetzt drehen, Sendeli. Abebe weiß das, deswegen will er nach oben. Aber was für eine starke Vorstellung bislang von Maurice Abebe, ja, der Sendeli hier über weite Strecken völlig neutralisiert hat und jetzt hier vom Rücken aus bequem arbeiten kann. Immer noch über 2 Minuten auf der Uhr.
Also im Stand hat er den besseren Treffer. Am Boden ist er hier der gefährlichere Mann, wann immer es Bodensequenzen gibt. Abevi. Und ich muss ehrlich sagen, das überrascht mich hier, dass ihm das gut gelingt in den ersten 3 Minuten. Und hier kommt die Frage gerade im Chat, kommt hier gerade die Frage, ob sowohl der Gewinner im Leicht- als auch im Weltergewicht 12.500 Euro bekommt. Genauso ist es. Also diese Summe wird zweimal ausgeschüttet. Einmal für jeden Sieger. Bodylock hier von Zendeli. Schönes Knie zur Mitte, aber wir wissen, dass Abevi gute Nehmerqualitäten hat. Zendeli einer, der einen weniger spektakulären Stil vielleicht hat als Abevi, aber einen dafür umso unbequemeren. Bringt den Schweizer hier runter. Und genau das ist seine Stärke. Top Control, harte Hände abfeuern. Abevi hat da kurz in den Zaun gegriffen. Das ist natürlich nicht erlaubt. Vor allen Dingen, wenn man damit einen Takedown verhindert, eigentlich schon ein Grund zum Punktabzug. Ich bin gespannt, ob wir da gleich nochmal reingucken können in die Szene. Macht das jetzt aber gut hier, Abevi. Er hat sich da gut gelöst, gut rausgewunden. Und wieder harte Hände und ich glaube, Zendeli ist angeklingelt. Zendeli ist angeklingelt, Daumen zurück und Abevi hat da Blut geleckt. Riecht das Finish. Geht zum Körper. Guter Sprawl. Der war wichtig. Aber Zendeli ist immer noch nicht wieder da. Wieder eine Rechte. Aber er feuert zurück hier. Taumeter rückwärts und landet selbst noch Treffer. Oh! Was für ein Fight! Und noch eine Rechte. Oh! Das war's! Was für ein Finish! 3 Rechte in Serie für Maurice Abevi. Zendeli steht K.O. Wird da gerettet von Referee Gerd Richter. Vollkommen korrekt, dieser Abschluss. Was war das für eine Schlusssequenz? Bekommt er selber noch eine gute rechte Kontraktion ab und dann ballert er hier eine Granate nach der anderen raus. Wir machen das erstmal offiziell. Winner of the fight after 4 minutes 33 seconds of the very first round and advancing to the NFC Series Welterweight Finals from the red corner, Maurice Abevi. Glückwunsch. Bist du überrascht oder was? Ich bin nicht überrascht. Ich muss sagen, es war ein starker Kampf. Wie erwartet, extrem dominante Performance auch. Vielleicht hat mich das ein bisschen überrascht. Ich dachte, es wird ein bisschen enger. Aber was für eine Leistung. Ja, danke schön für das Kompliment. Eigentlich war der Plan, nicht runtergenommen worden zu werden. Das habe ich leider nicht geschafft. Aber ja, Mann, ich habe meine Prediction, war erste oder zweite. Ich würde gerne mit dem High-Kick knocken, aber die rechte ist immer für mich da. Und darum, ja, Mann, habe ich den Job gemacht. Halt. Danke, Leute, dass ihr alle hier wart. Was geht? Finale! Chiquinho Nosso Pedro, ich mach dich fertig, Alter. Like the same, I did to you. Also, wir haben natürlich auch hier den zweiten Finalisten bei uns, Chiquinho Nosso Pedro, der einen starken Kampf hingelegt hat. Chiquinho, bevor wir euch hier nochmal zu einer Gegenüberstellung aufeinander zukommen lassen. Was sagst du zu dem Kampf? Mann, wir kämpfen 18. Dezember. Wir können jetzt kämpfen, wenn du willst. Komm mal, wir machen das jetzt. Ja, Maurice, vielleicht nochmal zu dir. Du hast ja auch seinen Kampf gesehen, sehr, sehr Grappling-lastiger Kampf. Wir wissen, Grappling, obwohl du hier den zweiten K.O. jetzt schon geholt hast in der Series, eigentlich ist Grappling ja deine eigentliche Stärke. Was für einen Kampf erwartest du zwischen euch beiden? Ich denke, er will an meinen Crotch sniffen. Also will er wirklich an meine Hüfte ran, ganz tief. Aber ich lasse ihn nicht. Und ich weiß genau, er hat Angst. Vorher, als er hier reingekommen ist, hat mich nicht mal richtig angeschaut. Darum, das Finale gehört mir, Mann. Das NFC Series gehört mir, jeder weiß. Nichts mehr zu sagen. Okay, letzte Worte noch von dir dazu, kleine Reaktion vielleicht. Also dieser Typ, er hat keinen Respekt. Er sagt, du wirst meinen Krisch sniffen. Bro, chill, man. Chill. Sit down. Be humble, man.
Alles klar, dann stellen wir euch hier nochmal gegenüber. Letzter Stare, und bevor es dann am 18.12. im Finale um den Sieg geht, der NFC Series im Weltergewicht. Großen Applaus für Chiquinha, Nosso Pedro und Maurice Habibi. Yeah, God bless you too, man. God bless you, man. I hope I don't kill you. Man, I hope you come like good in this ring. We can fight, man. God bless you. Yes, man. Be good. You too, man. Train good. Train hard, rest man. Good. Train as hard as you can, man. Man, don't sleep, brother. Don't sleep. I will sleep. Because you need I will sleep, man. I will sleep. 8 hours a day. It's good for you. You should. Don't be so angry, man. Don't be so angry. No, I don't man. Know what, I don't know I why you're angry, man. I will just pray know I fuck you up, you know? I will pray for you, man. I will pray for you, and then I will beat you. You pray for yourself, bro. I will also pray for you, man. Man, chill. Okay, don't be so angry, man. Okay, there's no need to be angry. We are just going to fight. I'm not angry. We are I'm just going confident. To fight, man. It's just a I just fight. Know that I'm going to fuck you. It's just a fight, man. You know?